Also wir präsentieren heute unser Bauhaus. Es ist mit vielen Fenstern, was ein typisches Beispiel dafür ist. Dann ist es außerdem hell gehalten. Hier kommen wir jetzt gleich in diesen Wohnbereich. Das ist ein Flur mit einer Couch zum Schuhe ausziehen. Wir sind ein sehr hundefreundliches Haus. Hier sieht man jetzt noch so eine kleine Sitzecke. Hier ist unser Essbereich. Und neben dem Essbereich befindet sich die Küche, die halt offen zum Wohnzimmer ist. Jetzt gehen wir in den Garten. Hier haben wir erstmal so eine kleine helle Terrasse. Und hier hinten halt den Pool und die Sitzecke. Der Garten ist mit vielen Blumen, vor allen Dingen Rosen, bepflanzt. Jetzt gehen wir einmal nach oben in den Zimmerbereich, wo die Schlafzimmer und das Bad sind. Der Flur ist mit Glasboden, damit dann das Licht bis unten durchkommt, genauso wie die Decke. Dann sind jetzt hier die Zimmer. Das ist ein schöner Wohnflur. Hier ist das Gästezimmer. Es ist groß und mit vielen Bildern, damit sich die Gäste halt ziemlich wohlfühlen. Hier befindet sich das helle Kinderzimmer mit Truhen und Bett. Und hier ist das Elternschlafzimmer auch sehr hell und mit ziemlich wenig Möbeln. Hier ist unser Bad mit Waschbecken, Toilette und Badewanne. Und jetzt geht's nach oben auf die Dachterrasse. Wenn man da hochkommt, ist erstmal ein Glashaus. Wenn es regnet, kann man sich halt in diesem Glashaus aufhalten. Und hier draußen sieht man dann eine kleine Sitzecke. Und der Boden ist halt ziemlich viel aus Glas. Da kann man dann halt immer schön nach unten gucken. Und man hat eine schöne Sicht auf den ganzen Ort. Und überall hier auch ein paar Blumen, weil das ein schönes Haus sein soll mit Blumen. Und das war unsere Präsentation zu dem Bauhaus.